Wieder einmal Personalpuzzle bei der Fortuna. Nachdem man Christopher Andersen im Vorfeld der Partie ja bereits verlor, mussten die Kölner auch auf Oliver Schröder und Kauli Oliveira Sousa verzichten. Beide zogen sich im Abschlusstraining in Magdeburg Muskelverletzungen zu. Somit eine komplett neue Zentrale bei der Koshinat 11. Christopher Theissen mit seinem Startelfdebüt bei der Fortuna. Er besetzt das defensiv-zentrale Mittelfeld und Andreas Glockner ersetzte Christopher Andersen. In Magdeburg zudem das Duell der beiden Top-Torjäger. Marco Königs 13 Saisontore gegen Christian Beck. Die Fortuna mit der Aufgabe zudem, das Publikum in Magdeburg auszuschalten. Die Koshinat 11, sie ging mit einem 16-Mann-Kader in die MDCC Arena gegen gefühlt 15.000 Magdeburger. Aber die Fortuna fand gut in die Partie. Dritte Minute, erster Eckball getreten durch Lars Bender. Der wird nochmal scharf gemacht von Marco Königs. Und dann Christopher Theissen mit der ersten Torannäherung. Der Neuzugang im Winter gekommen, gilt ja als kopfballstark. Anders als im Heimspiel gegen Holstein Kiel fand die Fortuna direkt in die Partie, zeigte sich präsent, vor allem in den Zweikämpfen gegen die körperbetonten Magdeburger. Offensiv blieb das aber bislang auf beiden Seiten rar, wenn auch die Fortuna mit leichtem Übergewicht. 16. Minute dieser Distanzschuss von Hamdi Damani. Eigentlich nicht erwähnenswert, aber wesentlich mehr Zeigenswertes gab es in der ersten Viertelstunde nicht. Es brauchte bis zur Minute 21, ehe was Nennenswertes passierte. Erste Ecke Magdeburg und dann Sowislo mit dem ersten wirklich gefährlichen Kopfball, verfehlt aber das Tor von Porgenborg. Die Partie war kein Offensivspektakel, lebte vielmehr von den intensiven Zweikämpfen, aber Mitte der ersten Halbzeit klappten beide Teams die Offensivvisiere hoch. Biada mit der direkten Antwort nur eine Minute nach dem Kopfball von Sowislo. Von den beiden Top-Stürmern beider Mannschaften bislang wenig zu sehen. Königs mit viel Laufarbeit für die Fortuna und Christian Beck bei Hörnig und Uaferro gut aufgehoben. So war es der Magdeburger Sowislo, der einigermaßen Torgefahr für die Gastgeber ausstrahlte. Aber das sollte sich ändern. Beide Stürmer sollten ihre Möglichkeiten bekommen. 32. Minute Abschlag Klinker. Den bringt Christopher Theissen direkt wieder zurück in Richtung von Marco Königs. Ball gut festgemacht. Nimmt Lars Bender mit und dann ist es wieder Marco Königs. Beste Möglichkeit für die Fortuna, 32 Minuten gespielt, da fehlte nicht viel. Die Antwort von Magdeburg dauerte ein paar Minuten, aber sie kam. 45. Minute, Konter der Fortuna abgefangen und die Kölner plötzlich hinten unsortiert. Sowislo hat den Blick für Christian Beck gegen André Porgenborg. Aber der Kölner Schlussmann mit einer starken Parade macht sich lange groß, verkürzt so den Winkel gegen den 15-Tore-Mann, hält das 0:0 zur Pause. Seitenwechsel und der erste FC Magdeburg kam nun mit den eigenen Fans im Rücken mit Schwung aus der Kabine, setzte direkt offensiv die erste Duftmarke, 48 Minuten gespielt, Niklas Brandt mit diesem Schuss, der strich knapp am langen Pfosten vorbei. Die Fortuna in den ersten 45 Minuten mit einem sehr präsenten, sehr fokussierten Auftritt. In den ersten Minuten des zweiten Abschnitts die Kölner aber durchaus schläfrig. 60. Minute Boni Uaferro hier von zwei Magdeburgern im Spielaufbau gestört. Und der erste FCM, der schaltet direkt um, plötzlich Beek frei vor Porkenburg. Aber der Topstürmer verstolpert diesen Ball durchpusten bei den Kölnern. Die Fortuna, sie berappelte sich in der Folgezeit. Wieder schaffte es mehr für offensive Akzente zu sorgen. Man musste ja hier nicht nur Zweikämpfe gegen 11 wuchtige Magdeburger führen, sondern man kämpfte auch gegen eine imposante Kulisse. 65. Minute, dieser Schuss von Bender, das erste offensive Lebenszeichen in Halbzeit 2. Es wurde mehr und mehr zu einer Frage der Kraft. Fortuna-Trainer Uwe Koschner hatte in dem Spiel 4 Feldspieler auf der Bank als Optionen. Aber die Kölner, sie hatten durchaus Reserven. 80. Minute, Konter über Marco Königs und in der Mitte Julius Biada mitgelaufen. Biada gegen Klinker. Aber der Magdeburger Schlussmann hält sein Team weiter im Rennen. Dicke Möglichkeit auf den vielleicht entscheidenden Treffer für die Kölner. Aber die Koschner-Elf, sie hatte mehr im Tank. Nächster Einwurf, Andreas Glockner, 81. Minute und dann Damani aus zentraler Position. Aber auch er verfehlt das mögliche entscheidende Tor. Am Ende blieb es bei einem gerechten 0:0. Wichtiger Punktgewinn für die Fortuna im Kampf um den Klassenerhalt. Aber ein Zähler, der an diesem Tag mit allem Drum und Dran Kraft gekostet hat. Ich denke, man hat speziell in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass es doch ein sehr zweikampfbetontes Spiel war.
Ja, wir wussten von Anfang an, dass wir hier vor allem auch gegen die Kulisse gegenhalten müssen. Und ich denke, dass es uns bis zum Schluss ganz gut gelungen. Am Ende muss ich ganz klar sagen, ich bin in Summe mit dem 0-0 zufrieden. Aus zweierlei Gründen. Zum einen, glaube ich, haben wir eine vernünftige Reaktion auf das Kiel-Spiel gezeigt, haben wieder an die Phase Rostock-Cottbus angeknüpft, vor allen Dingen auf körperlicher Ebene. Für mich heute ein sehr, sehr gutes Spiel. Und zum Zweiten mussten wir eben heute auf strategisch wichtigen Positionen neu besetzen. Gerade das Zentrum hat ja so im Meisterschaftsspiel noch nicht zusammengespielt. Mit Tyson und Glockner als neues zentrales Mittelfeld und einem 16-Mann-Kader sammelt die Fortuna einen Punkt in Magdeburg gegen 15.000 Zuschauer. Nächster Halt kommenden Mittwoch Union Schaffhausen im Bitburger Pokal.